war einfach ein schöner Ausklang des Sommers. Und wir haben immer bisher auch ganz gute Gegner gehabt und vor allem eine sehr nette Turnierbetreuung, nette Leute hier. Im Herzen von Wusterhausen, wo Tennisleidenschaft auf Tradition und Moderne trifft, findet das 46. Wusterhausener Tennisturnier statt. Ein Ereignis, das weit über die Grenzen des Courts hinausstrahlt. Es ist eine tolle Anlage und wir freuen uns, mal wieder hier sein zu dürfen. Es ist ganz lange her, wo ich das letzte Mal hier war. Ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Der am Klemposee gelegene Tennisclub Wusterhausen e.V. blickt auf eine lange und stolze Geschichte zurück. Seit seiner Gründung vor mehr als 7 Jahrzehnten hat er sich zu einem bedeutenden Treffpunkt für Tennisfreunde entwickelt. Man kennt noch so die Gesichter von früher. Es gab hier nicht viele verschiedene, die den Verein hier geleitet haben. Man kennt noch so ein paar Namen, die das hier waren. Mein Vorgänger Fritz Meyer zum Beispiel, der den Verein hier über viele Jahre geleitet hat. Und ja, da steckt viel Tradition hinter. Man sieht es in unserem doch sehr DDR-belasteten alten Clubhaus, was aber noch total schön ankommt. So haben die Pflege von Tradition und die kontinuierliche Förderung des Tennissports den Verein zu dem gemacht, was er heute ist. Ein Ort, an dem Sport und Gemeinschaft Hand in Hand gehen. Wusterhausen ist ja so meine zweite Heimat mittlerweile geworden. Und wie gesagt, die Freundschaften haben sich entwickelt, gefestigt. Man fährt auch mal, man besucht sich auch mal privat. Auch das Turnier beeindruckt durch den engagierten Einsatz der Vereinsmitglieder und seine familiäre Atmosphäre. Gerrit Dugaitschung aus Brandenburg an der Havel verkörpert die tiefe Verbundenheit vieler Spieler und bringt als langjähriger Teilnehmer sowohl Erfahrung als auch Kontinuität ein. Darüber hinaus repräsentieren Robert Dicke und Sportwart Ronny Sobeck vom TC Wusterhausen die sportliche Exzellenz des Events, da sie sich mit jeweils 4 Turniersiegen in der Vereinsgeschichte etabliert haben. Es ist immer ein Anreiz gewesen, das mal zu erreichen, weil man hat hier immer gespielt und wollte mal sehen, ob man da auch mal hinkommt. Und wo man das denn geschafft hat, war schon so eine kleine Erleichterung. In der einzigartigen Atmosphäre des 46. Wusterhausener Tennisturniers zeigt sich eindrucksvoll, wie Sport Menschen vereinen und Tradition lebendig halten kann. Möglich gemacht wird dieses Turnier durch Schröder Reisen.